Ich möchte über eine neue Sendung sprechen, die seit gar nicht so langer Zeit empfangbar ist. Hier nicht bei ProSieben, es sind nicht wir bei ProSieben, sondern es ist so ein Streaming-Laden da aus dem Internet irgendwas. Ne? Kenne ich nicht so genau, aber da gibt es eine Show und das ist wirklich ein fantastisches Konzept und darüber möchte ich kurz sprechen. Es heißt Too Hot to Handle. Too Hot to Handle. Einige Leute kennen das wahrscheinlich und es ist ein fantastisches Prinzip. Es ist so, da kommen also verschiedene Leute, werden auf, zusammengebracht und dann muss sich dort ein Paar finden, aber sie dürfen keinen Sex haben. Sie dürfen, also keiner darf da Sex haben, nicht mal alleine. Keiner darf alleine Sex haben oder miteinander und trotzdem muss sich ein Paar haben. Wenn einer doch Sex hat, dann wird von der fantastischen Gewinnsumme von 200.000 Euro, was dann dieses Paar gewinnen könnte, wird dann Geld abgezogen und es wird dann weniger, also Zündstoff. Ich habe mir dieses Konzept angeschaut, ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, sehr gut. Wie kann man auf so eine fantastische Idee kommen? Es gibt so einen Computer hier, so sieht er aus, Lana. So heißt das ganze Ding, genau. Und immer, wenn dann jemand doch irgendwo auf dem Gelände da in irgendeiner dunklen Ecke denkt, oh ja, hier sieht's ja keiner und wenn man flüstert, hört man es vielleicht auch nicht, dann geht dieser Alarm los und da will man natürlich wissen, wer genau ist denn dabei. Interessant finde ich, die wurden da hingelockt, weil sie dachten, das ist halt so eine Bumsinsel wie Love Island und da geht's also richtig ab. Und erst vor Ort hat man denen dann gesagt, nee, 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 anders. Ja? So sehen die ganzen Leute da aus und das, ja, ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Das sind also ganz viele unterschiedliche Leute, wahrscheinlich, ja, einfach so aus jedem Bereich sind das Menschen. Weil einer arbeitet bei der Post, nehme ich an, und noch eine Krankenschwester, Verwaltungsfachangestellter. Solche Leute sind das wahrscheinlich. Wir können mal uns genau die Leute ein bisschen anschauen, zum Beispiel hier. Das ist Acker, heißt der. Acker, ja gut, der ist jetzt Influencer, okay. Der ist Influencer, aber da gibt es noch ein paar. Wen haben wir denn da noch? Hier zum Beispiel da, Stella. Ja, die ist jetzt auch Influencerin, okay. Dann haben wir aber hier, wenn wir einfach mal bunt rein in die bunte Truppe hier, wer ist das? Das ist Model Fabio, aber auch hauptsächlich auf Instagram Model schon. Und gibt es noch irgendwen, den wir uns rauspicken können? Hier zum Beispiel direkt daneben Anna, sie ist eigentlich auch Influencerin, nennt sich aber Content Creatorin. Ah, so, ja? Okay. Ist Content Creatorin. Ja. Und dieser Querschnitt der Gesellschaft, die sind jetzt da unterwegs. Und das finde ich so eine tolle Idee, da habe ich mich ein bisschen von inspirieren lassen. Weil das Schöne ist ja, wenn das verboten ist, dann spielt man die Musik da, wo sie hingehört. Wenn ich das jetzt auf unsere Sendung hier übertrage, spielt die Musik mal da, wo sie wirklich gebraucht ist. Und zwar hier bei mir. Hier, dann geht es wirklich nur um mich, wenn ihr euch alle hier auch mal im Studio, und damit meine ich das ganze Publikum, alle Mitarbeiter, die Band, ja, wenn ihr es schafft, einfach mal die komplette Sendung lang nicht zu ficken. Kriegen wir das hin? Schafft ihr das? Wenn ihr das hinkriegt, gibt es 1.000 Euro. Ich verspreche euch, es gibt 1.000 Euro. Für alle insgesamt. Natürlich für alle insgesamt. Das ist ja, das ist natürlich für alle insgesamt. Und wenn sich aber einer oder mehrere da nicht vernünftig verhalten, dann muss ich da natürlich Geld abziehen. Das ist klar. Das ist klar. Ich gucke, ich habe auch so ein Ding hier, das, ich kann es zeigen. Das Ding von Too Hot to Handle heißt ja Lana. Ja. Das also ist ja auch je nachdem, von welcher Seite man das liest, aber naja. Also, ja. Unseres heißt Zineb. Unseres heißt Zineb und sieht so aus. Und dieses Ding hier, das geht an. Noch wird Applaus geklatscht. Dieses Ding geht an, wenn einer von euch. Dieses Ding geht an, wenn einer von euch. Naja, ihr wisst schon, ne? Also, probiert's mal einfach, wenn ihr's hinkriegt. Eine Stunde, dann gibt's Geld. Und ich werde das Ding jetzt einmal aktivieren hier. So. Überwachungsmodus aktiviert. Okidoki. Gut. Ich mache extra die Hände mal hier hin. So, ja. So, jetzt legen wir einfach los. Was macht man als Chef, um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal... Das kann doch nicht wahr sein. Es gab einen Regelverstoß. Die Gewinnsumme verringert sich deshalb um 100 Euro. Okay, die maximale Gewinnsumme beträgt jetzt 900 Euro. Okay, ja, dann film einfach mal. Ich finde raus, wer es war. Okay, wer hat hier gewichst?
Wer hat hier gewichst? Da, ah, hier. Einmal. Stopp. Ich gucke nur, ich will nur gucken, ich weiß nicht genau, aber ich will nur gucken, wer einen roten Kopf hat. Also so, einmal weiter nochmal. Einmal weiter, bitte. So, okay, es ist jetzt nicht mehr herauszufinden, aber da oben in der Ecke war es, ja. Ihr Ferkel, passt auf. Jetzt hat sich das Geld schon verringert und ich möchte, dass das nicht nochmal passiert, ja? Ist das klar? Geht das? Wunderbar. Okay, vielen Dank. Also, was macht man als Chef, um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal ein bisschen besser kennenzulernen? Viele gehen dafür mit den Kegeln oder in den Kletterpark oder sowas. Alles kompletter Mist. Ich habe eine bessere Methode. Einfach mal zusammen mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Eltern anrufen. Das habe ich bei meinem Mitarbeiter Rauli gemacht. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie wenig ich den eigentlich kannte. Seit Jahren arbeite ich mit einem festen Team zusammen. Mit denen habe ich schon zahllose Abenteuer erlebt und bin bis ans Ende der Welt gereist. Es gab einen Regelverstoß. Sexuelle Handlungen innerhalb des Studios. Die Gewinnsumme verringert sich dadurch um 150 Euro. Übrig bleiben 750 Euro. Aber Jens, das kann doch nicht wahr sein. Du arbeitest hier, du bist Kameramann. Jens, zieh das mal an. Ekelhaft, ey. So, dann geht's jetzt weiter mit der Matze. Ich freue mich jetzt erstmal auf meinen heutigen Gast. Es gab einen Regelverstoß. Die Gewinnsumme verringert sich um 250 Euro. Es wurde gebumst. Die maximale Gewinnsumme beträgt jetzt 500 Euro. Ich höre gerade, es war hinten. Okay. Also, so, was ist jetzt hier los? Sag mal, was machst du denn jetzt hier? Warum ist die Hose unten? Sag mal, du sollst doch gleich den Ton machen. Sag mal, jetzt machst du weiter. Brigitte, du stehst daneben und rauchst oder was? Jens, jetzt hör mal auf damit. Für eine Stunde, da kann man sich doch mal zusammenreißen. Mal, sag mal, also geht's dir noch gut? Während ich hier das Geld verdiene, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Jens hat weiter gebumst. Die Gewinnsumme verringert während sich um 300 Euro. Stehe. Die verbleibende Gewinnsumme beträgt nun 1 Euro pro Person. Da arbeitet man jahrelang zusammen. Wisst ihr was? Ich höre jetzt auf damit. Ich brech's jetzt ab. Ich brech's ab. Mir macht's keinen Spaß mehr. Tut mir leid, ja? Ihr kriegt's ja offenbar alle gemeinsam nicht hin. Könnt ihr euch hier bedanken bei unseren Mitarbeitern vom Ton. So, am Ende, wie viel ist noch über? Jeder kriegt 1 Euro. Ist das ein Angebot? Nach der Sendung gebe ich euch allen 1 Euro. Damit will ich da auch nichts mehr zu tun haben. Ja, habt ihr jetzt davon. Ist ja nicht möglich. Einmal. Einmal nicht finden. Einmal wollen wir hier mal zusammen was spielen. Ja. Und schon geht's nicht mehr, weil irgendeiner gewichst hat.